Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ah ja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Goldmünzen kann ich immer gebrauchen. Nun, in dem Fall muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin gerade vor 3 Tagen gänzlich ausgeraubt worden. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Keine Lust zu plaudern? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich bin von den Toten wieder auferstanden. So, so. Von den Toten, ja. Das klingt sehr glaubwürdig. Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann das nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Das kenne ich. Du versuchst nur, deinem Schicksal zu folgen. Du hast es ständig mit irgendwelchen Maulhelden zu tun, die keine Ahnung haben, wer du bist und dich grundlos beleidigen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja, ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist es. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Dann geh du vor. Ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Das Herzstück Antiguas. Meinst du die Insel oder die Stadt? Beides. Komm, Junge, wir kriegen was zu tun. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Sehr gut. Das beruhigt mich. Lass uns weitergehen. Hey, pass darauf, wo du hintrittst. Warum sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Oh, Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Um was zu tun? Viecher umhauen. Wo genau? Da hinten. Wie viel Viecher sind es? So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt.
Arschtritte? Genau meine Spezialität. Zuzutrauen wär's dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Schlechtes Gewissen wegen Scarlet? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Komm, lass uns weitergehen. Ich gehe voran. Lass uns weitergehen. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Abwarten. Habt ihr Angst? Fragt wer? Ja, ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut. Bleib dicht hinter mir. Aufgepasst! Hier wird es langsam ungemütlich. Ja, das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt, das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Ich gehe voran. Verdammte Schatten! Lass uns weitergehen. Bei allen Geistern. Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Ich hab's doch gewusst. Das Schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Aha. Und wie genau willst du das anstellen? Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Vielen Dank für... was auch immer. Aber nun muss ich alleine weiter. Gehabt euch wohl. Wie? Jetzt gehst du einfach? Was habt ihr erwartet? Eine Freundschaft fürs Leben? Langsam, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Kalador, aber ich selbst war niemals dort.
Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu gelangen. Ich habe ein Schiff. Tatsächlich? Naja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Was würde mich die Überfahrt nach Kalador denn kosten? Ich bin noch nicht gut genug. Nichts, wenn du mir hier und da mal aushilfst. Gut, dann zeigt mir euer prächtiges Schiff. Eine Bedingung habe ich noch. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Caldera. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen vor Anker. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein, Kapitän. Das ist zu kompliziert für mich. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Der Flecken Erde hier gehört mir. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verjagen. Nicht? Was machst du dann hier? Ich bin auf der Durchreise. Ja, genau wie ich. Nur mich will ja niemand hier haben. Sei es drum. Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwanz Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Es gibt Schlimmeres. Du hast leicht reden, deine Taschen strotzen sicher voll Gold. Aber wenn du nichts auf der hohen Kante hast, ist es ziemlich schwer, über die Runden zu kommen. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Was ist mit deinem Zeug? Naja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Und der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du deinen Krempel überlassen? An die Fressen erinnere ich mich noch genau. Warte mal. Meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Der hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus rumliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher in irgendeiner staubigen Ecke. Ich sehe mich nach deinem Zeug mal um. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Weil du sonst als Futter endest. Futter? Ja, halbe Hemden wie dich verspeisen diese Höllenhunde zum Frühstück. Verdammt! Dann beeil dich bloß! Bring mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Deal? Deal. Ich bin bereit. Lass uns die Biester vom Blutschwurplatz jagen.
Ei, zieh deine Waffe und mir nach. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir. Als Schatten. Der Blutschwurplatz. Ein Opferaltar auf der Wiese. Die Schatten ziehen durchs Land und wir köpfen uns gegenseitig wegen ein paar geklauter Kartoffeln. Man muss eben Prioritäten setzen. Sieht wohl so aus. Jagen. Jemandem was auf die Schnauze geben, liegt mir eher. Die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Gut, hier ist dein Anteil. Hast du es gezeigt? Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch... Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Warum gerade 3 Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Hast du keine Angst vor den Piraten? Unsinn! Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber
Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Ich hörte, dass im Lagerhaus magische Kristalle gehortet werden. Dann müsste man jetzt nur noch wissen, wie man da rankommt. Hast du eine Idee? Noch nicht, aber ich finde einen Weg. Das hoffe ich. Viel Glück. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Zeig mir deinen Kram. Ja, sicher. Hier. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Das überleben wir nicht. Antigua geht den Bach runter. Ich bewege mich kein Stück. Na, Junge, schlimme Zeiten sind das, nicht wahr? Auch nicht schlimmer als sonst. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen. Viel Zorn liegt in deiner Stimme. Liegt dir was auf dem Herzen? Mir geht's im Moment nicht besonders.
Nichts für ungut, Junge. Das geht vielen so in diesen Tagen. Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Überlaufen von den Schattenwesen, Junge. Ich kann froh sein, dass ich in der Stadt war, als es richtig losging. Die Erde hat gewackelt und überall dieses ohrenbetäubende Gebrüll. Schrecklich. Hast du irgendeinen väterlichen Rat für mich? Es sind Fremde auf Antigua. Dämonenjäger und Anhänger der Magie. Wenn ich du wäre, würde ich mir ihre Geschichten genau anhören. Ich habe das Gefühl, dass sie uns noch nützlich sein werden. Da ist etwas Wahres dran. Kennst du einen Piraten namens Griffith? Ja, der ist vor kurzem hier gewesen. Hat seine Klamotten gegen ein paar Goldmünzen eingetauscht. Aber ich sag dir, das Zeug riecht so streng, das lockt mir nur die Ratten an. Tu mir also einen Gefallen und schaff das Zeug hier raus. Sieh dich im ersten Stock des Lagerhauses um. Da liegt es gut verschnürt als Paket. Nicht nerven, weitergehen! Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Da war ich schon. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen. Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Was gibt es Neues? Hey, das ist Antigua. Hier gibt es immer etwas Neues. Was genau willst du wissen? Wie ist es dir beim Angriff der Schergen ergangen? Hab Schwein gehabt. Die Taverne bietet einen guten Schutz. Auf Dauer würde uns hier zwar die Puste ausgehen, aber so schnell kriegen die uns nicht klein. Aber die anderen hatten wohl weniger Glück. Hab von Flynn seit einer gefühlten Ewigkeit nichts mehr gehört. Hoffentlich hat er sich im Lagerhaus verstecken können. Und was Emma angeht, da können wir wohl jede Hoffnung begraben. Denn der Oststrand wurde mit als erstes überrannt. Ich würde ja selbst nach ihr sehen, aber mich kriegen hier keine 10 Oger weg. Zufälligerweise ein paar magische Kristalle auf Lager? Magische, was? Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Am besten guckst du mal ins Lagerhaus oder fragst den Admiral. Alles klar. Flynn, geht's gut? Ah, das freut mich zu hören. Ist den Biestern wohl entwischt, was? Leider nein. Weglaufen konnte er nicht mehr. Was? Sie haben ihm doch nicht etwa die Beine... Beruhig dich. Die Dinger sind noch dran. Er war in einer Art magischen Barriere gefangen. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Aber danke für die Nachricht. Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken. Hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert und dachte, mir fällt's nicht auf. Ha! Aber sag mal, Junge, warum interessiert dich das? Er sagt, du hast ihm ziemlich übel mitgespielt. Nicht ich habe die Zeche geprellt, das war er. Wenn der Lump seinen Beutel wiederhaben will, kann er sich das von der Backe putzen. Wegen Griffith Goldbeutel. Was will jemand wie du schon damit anfangen? Naja, ich könnte... Also, wenn ich es mir recht überlege... Na, siehst du? Ah,
Schön, du hast gewonnen. Hier, nimm das Teil. Wie lange ist die letzte Kneipenschlägerei her? Hey, lass die Fäuste ja unten. Vergiss das bloß schnell wieder. Versoffene Typen hin oder her, aber in diesen Zeiten müssen wir uns zusammenraufen. Hier, der geht aufs Haus. Besser eine rote Nase als ein blaues Auge, sag ich immer. Hast du was zu trinken für mich? Sicher. Du weißt doch, wenn du zahlen kannst, kriegst du bei mir alles. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Ich bin noch nicht gut genug. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. So gut bin ich auch nicht. Kannst du... Mal sehen. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Sicher doch. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Mach das nicht nochmal. Raus hier! Du sollst hier verschwinden! Mach, dass du wegkommst! Hier steht was von einem...
deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Was ist passiert? Du warst bewusstlos. Die Hunde. Diese grässlichen Hunde. Du musst... Tote Hunde beißen nicht. Du meinst... Die sind hinüber. Danke. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt schon tot. Hier, nimm dies als Dank von mir. Du siehst aus, als könntest du sowas gebrauchen. Dann erzähl mal, was dir passiert ist. Als ich gemerkt habe, dass diese Kreaturen die Stadt angreifen, wollte ich mich hier am Oststrand verstecken. Aber von hier aus gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ich saß in der Falle. Kannst du nicht schwimmen? Nein, das liegt mir nicht sonderlich. Ich wäre ertrunken, aber ich habe mein Schicksal akzeptiert. Selbst jetzt spüre ich den Tod immer näher kommen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Ja. Von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Dafür bin ich nicht gut genug. Was das Heilmittel angeht, ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir auch helfen. Nein, ich vertraue nur meiner eigenen Heilkunst. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Sobald ich zu Hause bin, werde ich mich an das Rezept machen. Hier, das ist für dich. Und wenn du an Kuriositäten interessiert bist, wirf einen Blick auf meine Waren. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Bring mir etwas über Alchemie bei. Du lernst schnell. Bring mir bei, wie ich meine eigenen Tränke brauen kann. Für den Anfang ist es wohl am besten, wenn du erstmal streng nach Rezept arbeitest. Mische die Zutaten zusammen und erhitze sie. Nicht alle Tränke müssen erhitzt werden. Ach, arbeite einfach nach Rezept. So schwer ist das nicht. Zeig mir deine Ware. Sicher, sieh dich nur gut um.
Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ich bin kein Schmied. Ist da jemand? Das gehört sich aber nicht. Hey, du. Ach, erschreck mich nicht so. Was bist du denn für einer? Ich bin der Pansel. Ich merk's. Was machst du hier? Eigentlich müsste ich an der Schmiede stehen. Du bist Schmied? Nicht direkt, ich bin nur der Lehrling. Mein Meister ist allerdings auf Reisen und besonders gut bin ich noch nicht. Warum stehst du nicht unten an der Schmiede? Ich bin doch nicht verrückt. Da unten sind so unausstehliche Kreaturen. Deine Familie? Nee, ich rede von diesen Schattenwesen. Sie haben Donovan, den Büchsenmacher, getötet. Bevor die nicht weg sind, bewege ich mich keinen Meter. Zurück an die Schmiede. Deine Kreaturen sind tot. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Schon gut. Hier, mein bestes Schmiedestück. Du hast es dir verdient. Wenn das Ding was taugt, fress ich einen Besen. Schmiedearbeit ist schwer, was? Und wie? Ich vertrete Onkel Wilson. Der ist ein echter Meisterschmied. Und ich sag dir, wenn er aus Kalador wiederkommt, wird sich bestimmt kein Monster mehr hertrauen. Solange er aber nicht da ist, übe ich das Schmieden. Bin aber noch nicht weit gekommen. Warum wundert mich das jetzt nicht? Deine Belohnung sollte wohl ein Scherz sein. Wieso? Das Ding ist genauso nutzlos, wie du es bist. Das sag ich, Grace. Sag mir lieber, was ich hören will, sonst. Schon gut, dann nimm dieses Gold. Eigentlich wollte ich mir damit etwas Milch holen, aber dann verzichte ich eben. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man Klingen schmiedet, die erst nach 3 Schlägen abbrechen, wenn du möchtest. Oder Nägel. Möchtest du wissen, wie man einen Nagel schmiedet? Nee, lass mal. Jetzt, wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du da auch Ware? Da musst du zu Grace gehen. Ich hab's nicht so mit dem Rechnen. Sag mal, was kannst du eigentlich? Du bist ganz schön gemein. Ist da wer? Was passiert da gerade?
da jemand?